Ja, Mensch, ja, hätte gerne anders gehabt. Im Herzen liegt was zwischen an, am zwischen an, am Meer. Das zieht die Leute magisch an, drum kommen sie hierher. Es ist ein Kurort erster Wahl, ne Spielbank gibt es auch. Und manch gemütliches Lokal, das ist nun mal. Ich bin 30 Jahre alt, dann kommen alle an, alle erstmal weg. Die auch mal alles geht anders. Ja, wenn wir das mal rauskriegen. Genau. Werde ich mal Auto. Wir machen einmal oder eine Feier. Erdarbeiten ist festgestellt worden, dass es eine Burg hier in der Gegend gegeben haben muss, wobei Burg nicht mit dem zu vergleichen ist, was irgendwo in Süddeutschland steht, sondern Burg heißt also eine befestigte Wallanlage, und diese Ausgrabungen laufen jetzt und wir werden uns informieren lassen, was es damit auf sich hat. Das zweite ist dann eine kleine Kaffeepause am Nordufer des Zwischenahner Meeres, und dann erreichen wir das Visor Baumgeflüster. Das ist eine ganz exklusive, auf Stelzen stehende Hotelanlage im Wald. Die Besitzerin hat mir gestern Abend auch eine Mail geschickt, dass ich alle darauf hinweisen möge, dass sie Socken ohne Löcher anhaben. Wir starten jetzt und wollen in... Op de fiets, dingelingelingeling, op de fietsrij je heerlijk. En het kost bijna niets en hij brengt je beslist, ja beslist zonder duiten. Ver weg, ja, waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, dingelingeling, op de fiets ga je heerlijk. En het kost bijna niets en je voelt je gezond en je trapt erop los. Ja, je fietst erop los op je mooie stalen ros. Ik fiets als een gek, het is net de Tour de France, achter dames aan. Ben ik op de Tour de Chance, ik ben enthousiast en ik hou van mijn fietsje. Ik geef hem niet af, geen 1-1 diefje. Mijn fiets is rood, reflectors op mijn banden. Der Fiets ist gejagt! Mein Fiets ist gejagt! Mein Fiets ist gejagt!
Einen Moment Aufmerksamkeit bitte, Leute. Wir sind hier im Bad Zwischenahner Ortsteil Schmecken, wo ich ja auch zu Hause bin, wie ihr wisst. Und ihr habt wahrscheinlich schon vermutet, dass bei mir auch ein bisschen artiges Blut in den Adern. Die Bestätigung wird hier gleich präsentiert. Henning Wirth, der hier in Steinburg ist, der tot. Und da haben wir auch gelesen, dass vor ungefähr 60 Jahren mal ein Archäologe ganz am Anfang seiner Karriere hier mal zwei Suchseen gezogen hat. Und dann hat er geschrieben, dass hier wohl eine Burg gelegen habe und dass man 20 cm unter dem Boden könnte man was finden. Und das hat mich also so elektrisiert, dass ich gesagt habe vor einem Jahr, komm, wir gehen mal eben hier hin, nehmen Spaten mit und dann stechen wir mal eben in den Boden. So, und dann sind wir hierher gegangen, vor einem Jahr genau, hab einmal, wirklich der erste Stich, einmal rein und dann hat es Klonk gemacht. Ja. Und dann habe ich gleich einen Backstein ausgegraben, einen mittelalterlichen Backstein. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ich dachte erst noch, Mensch, das ist bestimmt irgendwie ein Bauschutt, der hier mal so angelegt worden ist für die Gräben oder für die Wege, die Sie hier sehen. Und dann habe ich aber nochmal einen zweiten und einen dritten Stich gemacht und dann kam schon feinste Keramik und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt müssen wir mal ganz schnell aufhören hier. Das ist wirklich die Burg Schmecken. Klassische Format eines solchen Backsteins. Damit hat man also die Häuser sozusagen gebaut.